Das Stück hat schon deswegen geschrieben, eigentlich für die Natur, weil es ist ein unglaublich vielseitiges Stück mit vier Sätzen. Und man spürt wirklich die Naturverbundenheit von dem Instrument, von den Bergen. Und man spürt auch die urchigen Naturtöne, die immer wieder im Konzert vorkommen.
in dem dritten Satz, in der Pastorale, da hat sich der Jean-Nettwiller eben einfallen lassen, dass man ja wirklich die schönsten Töne des Alphorns, die Alphornsfarbe, ganz gut herausheben kann. Und ich spiele jetzt mal kurz ein Beispiel, dass ihr wisst, wo ich genau meine, welche Passage. Thank you.
vierte Satz, der Totentanz, ist klar absolut mein Lieblingssatz, weil er passt zu mir, er ist wild, er ist frech. Ich fange da auch an, die Töne zu verzerren und die verschiedenen Vibratoren, die wird sehr schnell gespielt. Und man kann sich auch vorstellen, eben diesen Totentanz, wie die Hirten da abends am Feuer zusammen sind und so sich zu erzählen haben, was sie alles erlebt haben in den Bergen und ihr geschossenes Vieh am Feuer braten. Und deshalb kann ich mir das gleich vorstellen, diesen Totentanz zum Schluss.